euch was sagen. Hallo. Hallo. Das ist Machu. Es gibt da jemanden Neuen in der Bande. So. Ihr fragt euch bestimmt, was ist da jetzt los? Warum haben sie auf einmal noch einen zweiten Hund? Gute Frage. Wir haben Familienzuwachs bekommen, ungeplant. Weil wir nämlich letzte Woche an einem Surfstrand waren und auf dem Weg von diesem Strand zurück haben wir den kleinen Machu gesehen und haben dann angehalten, weil der total abgemagert und total voll mit Zecken war. Wir haben ihm etwas Futter gegeben. Es sah nicht so aus, als würde er irgendwo hingehören und er war total dünn und da musste man natürlich anhalten und haben dann schon so hin und her überlegt, was wir machen können, wie wir ihm helfen können, außer ihm halt ein bisschen Futter zu geben. Und dann auf einmal kam aus dem Haus, was da in der Nähe war, ein Mann rausgelaufen und dann habe ich ihn gefragt, ah, gehört der Hund zu euch? Und dann meinte er ja. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, ja gut, dann hat er wohl ein Zuhause, dann können wir wohl nicht so viel machen. Tja. Und dann sind wir weitergefahren. Ja, ungefähr 300 Kilometer Richtung Süden und haben dann aber noch immer weiter über den Hund geredet und haben uns dann irgendwie dazu entschieden, wieder hochzufahren und nochmal zu gucken. Es ist halt oft so hier in afrikanischen Ländern, gerade jetzt sind wir in Angola, dass Hunde halt in Dörfern einfach so mit dabei leben. Die sind jetzt nicht unbedingt Haustiere, die gefüttert werden und um die sich groß gekümmert wird, sondern die sind halt einfach da und die laufen mit und die kriegen ein paar Essensreste. Aber außerhalb der Großstädte, würde ich jetzt mal sagen, ist das jetzt nicht so ein Ding wie bei uns mit Haustieren, um die man sich gut kümmert und die man liebt, sondern es sind halt einfach Tiere, die da sind. Und das hat man dem Kleinen halt auch voll angesehen, dass er super dünn war und super viele Zecken hatte. Und ja, einfach sehr mager aussah, super klein und irgendwie auch nicht fit und auch fraglich, ob er das da schaffen würde weiterhin. Und irgendwie hat uns das so ein bisschen das Herz gebrochen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fahren wieder hoch. Das waren 300 Kilometer wieder Umweg und fragen einfach mal nach, ob wir den Hund vielleicht mitnehmen können. Baby. Ist er gewachsen? Ja. Alter, ist der dünn. Ja. Soll ich machen? Mhm. Hier geht's mit. Ist okay? Es ist Machu. Machu? Sí, Machu. Machu? Sí. Ihr Name? Ah. Ah, Machu. Nice. Vende. Quando? 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 Ah. How much do you want? Na, 3.000. 3.000. Okay. Yeah, 3.000. Okay? Yeah. Hast du 3.000? Bam. What's the name? Machu? It's okay, I can do it. Hey, buddy. Buddy. Hey. Oh, so ein kleiner Spatz. Der hat ganz doll Angst. Lepa, 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 lepa. Fuji. Das ist gut. Alles gut. Na, der bleibt vorne. Ich glaube, du hinten, ne? It's good. Okay. All right, obrigado. What's your name? Faustino. Faustino? Yeah. Zoe. Yeah, nice to meet you. Yeah, Aline. Tá bom. Nice to meet you. All right, you. Have a good day. Yeah. Passt? Ich glaube, ich stehe ein bisschen nach vorne ab. Nicht so viel, oder? Was gibt's denn da? Pedigree Chicken and Jelly. Mhm. So, gutes Zeug. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt schon so Trockenfutter so verträgt. Das ist halt so dünn.
Der Kleine ist komplett mit Zecken voll. Ich glaube, ich kann gar nicht zählen, wie viele Zecken in diesem kleinen Körper sind. Und ich glaube, die erste Aktion wäre jetzt erstmal, dieses kleine Hündchen zu säubern. Wir haben ja so eine Zeckenzange. Ich würde erstmal alle Zecken rausmachen und ihn dann mal waschen, oder? Ja. Weil wer weiß, was der noch hat. Ja. Sieht aber Handschuhe an. Die Einweghandschuhe sind da unter der Spülung. Ja, sind ganz viele kleine. Oh. Ja. Auch im Auge und im Ohr. Oh Gott, schau mal. Oha. Und wie dünn er ist. Baby, wir haben Angst, wir helfen dir. Erstmal hier sind auch so richtig dicke. Wo wollen wir denn anfangen? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wenn er dann einfach zwei übereinander zusammen. Das ist auch so Dreck. So, wir sind jetzt hier bestimmt schon seit, keine Ahnung, 2-3 Stunden. Mindestens, ja. Mindestens. Oder 4 Stunden. Dabei. Und haben so viele Zecken hier abgemacht. Er ist einfach komplett voll mit Zecken. Also wirklich an jeder Stelle. Zwischen den Zehen, unter dem Pfötchen, hier in den Achseln. Es ist richtig schlimm, aber auch im Kopf und in den Augen und überall. Und er hat sich einfach jetzt hier damit abgefunden und schläft jetzt hier auf meinem Schoß, während er die Zecken abmacht. Das ist echt so ein kleiner Oma Franz. Ich habe noch nie so einen verzeckten Hund gesehen. Das ist echt richtig krass. Das kann, wie viele das haben wir denn jetzt schon Zünde abgemacht? Keine Ahnung. Das war schon über 100 Stück. Ja. Ja. Ich glaube, er hat jetzt verstanden, dass wir ihm nichts Böses wollen. Ja, ich glaube auch. Und das ist einfach nur Knochen. Haut und Knochen und spürt hier richtig krass die Rippen. Und schläft er hier. Es hat auch noch ein Baby, wir wissen ja nicht, wie alt er ist. Muss mal ein bisschen recherchieren, woran man das so raus, also so sehen kann. Aber ich glaube, der ist halt wahrscheinlich komplett übermüdet. Da oben konnte er wahrscheinlich nie so richtig entspannen. Hier, ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Wir haben jetzt wirklich, keine Ahnung, wie viele hunderte Zecken da runtergezogen. Und ja, wir baden ihn jetzt gleich mal, aber wir wollen ihn jetzt erst noch mal kurz Pipi machen lassen. Der ist halt super ängstlich, deswegen habe ich ein bisschen Angst, wenn wir ihn jetzt runterlassen, dass er halt wegläuft. Aber mit Futter kann man ihn eigentlich immer ganz gut anlocken. Wir haben halt jetzt keine Leine oder Geschirr oder so für diesen kleinen Körper. Aber ein Halsband, ein Katzenband. Guck, da ist sogar eine Katze drauf. Aber die ist halt so klein. Weil es gab nichts Passendes. Ja. Soll ich ihn jetzt einfach runterlassen? Mhm. Dieser große Hund chillt auch die ganze Zeit bei uns und Lotta spielt richtig gerne mit dem. Der ist aber auch noch recht jung. Der hat irgendwie noch so richtige Babyfalten oben am Kopf. Der kann auch noch nicht so alt sein. Er hat direkt schon Vertrauen in uns gewonnen. Ja, ich glaube, das war eher gut jetzt. Ich bin ein bisschen bedenken, dass sie vielleicht das jetzt noch mehr verängstigt, wenn wir die ganze Zeit so an ihr rum... An ihm, ist es ein Junge. An ihm rumzuppeln, aber irgendwie macht das den Eindruck, als ob er uns jetzt noch mehr vertraut, weil er jetzt gemerkt hat, dass wir ihm ja nichts Böses wollen. Und schaut mal, wo er sitzt. Einfach von alleine. Auf der Matte. Du bist so ein goldiges kleines Tierchen. Und das Halsband steht dir sehr gut. Wollen wir dich mal sauber machen? Okay, jetzt bist du nochmal gut. So süß. Diese Fledermausöhrchen. Oh, Baby. Guten Morgen. Erste Nacht mit Babyhund, war gut. Bei Nacht um 3 bin ich aufgewacht, weil ich aufs Klo musste. Und dann habe ich den Kleinen einmal rausgelassen. Dann hat er auch gepinkelt. Aber sonst war er total still. Und hat unten unterm Bett geschlafen. Aber schaut mal, wo er jetzt ist. Hallo Baby. Wie geht's dir? Gut. So viel los hier. Ne? Ich hab so einen Spatz. Ist noch ungewohnt. Lotta steht hier unten raus. Na dann. Gassi mit 2 Hunden. Let's do it.
Erste, was wir jetzt machen müssen, ist, dass dieser kleine Hund irgendwie Vertrauen zu uns aufbaut. Weil er hat so viel Angst vor Menschen. Das ist total schreckhaft. Lotta! Aber es wird. Oder? Man merkt jetzt schon, ja, dass er nicht mehr ganz so viel Panik hat. Super. Du kaufst sogar richtig. Super. Am Anfang hat er nur geschlungen. Er hat einfach das Futter runtergeschluckt, ohne es zu kauen. Deswegen haben wir es jetzt, weichen wir es jetzt immer ein. Aber jetzt hat er es gerade gekaut. Na komm, ich bin gleich. Matthew. Komm. Matthew, Baby. Unsere Taktik ist jetzt, dass wir Machu von Anfang an ohne Leine laufen lassen, weil im Moment gibt es für ihn jetzt ja keinen Grund, einfach wegzulaufen, weil er weiß, dass es bei uns einen Schlafplatz gibt und was zu fressen und alles. Und das wollen wir uns jetzt zunutze machen und direkt trainieren, dass er ohne Leine laufen kann. Ob da irgendwann ein Jagdtrieb durchkommt, werden wir sehen, aber im Moment nicht. Dafür ist er, glaube ich, noch zu jung. Und das ist, glaube ich, auch ganz angenehm. Nicht mehr. Aber jetzt will er beim Bus bleiben. Lotta hält übrigens noch nicht ganz so viel davon, dass da jetzt noch so ein kleiner Winzling bei uns rumspringt. Aber ich glaube, sie interessiert es nicht. Ja, also sie hat jetzt nichts gegen ihn, aber sie interessiert sich auch nicht so groß für ihn. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Mehr lecker hin? Ah, das ist ja gar nicht. Das ist ein Spaß, ja? Ein perfekter Surfstrand hier übrigens. Das ist richtig geil. Das ist nämlich, die Wellen laufen hier so parallel zum Strand entlang und dadurch kann man hier richtig lang surfen. Ich war gestern schon im Wasser und ich gehe jetzt definitiv gleich nochmal. Die Wellen sind recht klein, aber ich habe mir gestern ein großes Board ausgeliehen, um die Wellen besser zu bekommen. Und das ist nach Marokko auf jeden Fall einer der geilsten Spots bis jetzt. In Angola einen Hund zu adoptieren. War nie so richtig auf dem Plan, aber here we are. Wir haben ja gestern die Zecken entfernt. Nicht alle, also ich habe gerade wieder welche gesehen. Aber der nächste Schritt ist jetzt dafür zu sorgen, dass er nicht wieder ganz so viele Zecken kriegt und einfach so ein bisschen die ersten Schritte einer Behandlung einzusetzen. Deswegen sind wir zum Glück gut ausgestattet, schon wegen Lotta. Ich werde ihm jetzt hier so einen Spot angeben. Das ist halt eigentlich für größere Hunde, aber dann kriegt er halt nur ein bisschen davon. Das ist so ein Antiparasitenmittel, was man dem Hund aufs Fell spritzt, also in den Nacken, an die Stellen, wo er halt nicht selber drankommen kann. Und das sorgt dafür, dass sich keine Zecken und Flöhe und so weiter ins Fell setzen. Es funktioniert echt gut. Lotta hat nie Zecken. Und dann werden wir ihm noch eine Wurmkur geben, weil er hat definitiv Würmer. Habe ich gerade an seinem Kackihaufen gesehen. Ja, und das ist soweit alles, was wir erstmal für ihn machen können. Dankeschön. Geil. Kaffee. Ja. I'm happy. Me too. Komm hier da sitzen. Die sind so süß. Die sind schon ähnlich. Ja. Und der ist lustig, wie Lotta ist ja eigentlich ein kleiner Hund. Aber so neben diesem kleinen Mini-Track sieht halt einfach so robust und so kräftig aus. Sarah Boy. Und wir bleiben hier, wa? Machen wir uns einen schönen Vormittag. Es rechnet natürlich auch niemand mit, dass wir jetzt hier noch einen neuen Hund aufgegabelt haben. Ja, ich rufe jetzt mal meine Eltern an. Hallo. Hallo. Ich wollte euch eigentlich was zeigen. Wir haben was Neues. Ja, was Neues? Ja. Zeig mal was Neues. Die Luna hat schon angedeutet. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, oder? Ein Tier. Das ist ja ernsthaft, oder? Doch. Nein, noch ein Tier. Wo kommt der denn jetzt her? Der kommt. Oh mein Gott. Von der Straße kommt der. Das ist ein kleiner Babywurm. Schaut mal, wie klein der ist.
Für uns geht es jetzt wieder Richtung Süden, ungefähr die Richtung, aus der wir auch gekommen sind. Wir müssen nämlich unser Visum verlängern. Man bekommt in Angola insgesamt 3 Monate Visum, aber der Haken an der Sache ist, dass man immer nur einen Monat nach dem anderen bekommt sozusagen. Nach 30 Tagen muss man zum Immigration Amt Dingsbums rennen, weil nämlich am Mittwoch unser Visum ausläuft, müssen wir morgen am Montag da antanzen, damit wir nicht in Schwierigkeiten kommen. Ja. Ganz schön viel los hier. Sind die beiden raus? Nein. So süß. Erinnert ihr euch noch, als wir Lotte adoptiert haben, die konnte gar nicht Auto fahren. Die hat jedes Mal gekotzt, wenn wir gefahren sind. Was natürlich schon ein bisschen schwierig war, weil wir damals auch schon in einem Van gewohnt haben. Und das hat dann ein paar Wochen gedauert und dann ging es auch. Aber er macht es super. Das scheint ihn gar nicht zu stören. Wir haben uns heute so früh gefreut. Ich meine, hat sich gerade immer auf Berlin übergeben. Oh Mann. Armes Baby. Und er will auch nicht da hinten sitzen, weil er will unbedingt vorkommen. Aber sucht halt Nähe. Ach, jetzt ist halt auch echt viel. Wir haben den seit gestern und jetzt schleppen wir den hier schon durch die halbe Welt. Muss auch erstmal drauf klarkommen. Aber das kriegen wir hin. Ich stehe den LKW schief auf der Straße und die laden Container auf. Und jetzt fragen wir uns, ob der vielleicht runtergefallen ist. Das wäre auf jeden Fall nicht überraschend. Das sieht man so alle paar Kilometer, sieht man mal so einen Container am Straßenrand. Manchmal auch der ganze LKW noch auf dem Kopf. Das ist halt echt nicht lustig. Also es ist halt, das ist so eine Sache, finde ich, die kommen immer wieder Nachrichten von Leuten, die irgendwie sagen, dass in Europa ja alles so krass eingeschränkt ist und dass man nichts darf und so weiter. Und manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich anguckt, was hier für komplett zerstörte Autos am Straßenrand liegt, dann kann man schon froh sein, dass wir sowas haben. Muss ich echt sagen. Sowas wie was? Ja, die ganzen Regeln, TÜV und so weiter, den ganzen Bums. Wir sehen ja wirklich jeden Tag LKWs, wo du weißt, dass die Leute gestorben sind darin. Hm. Weil die halt einfach nicht gut in Schuss sind, die LKWs sind Schrott. Wir haben es jetzt fast geschafft, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns und dann finden wir hoffentlich einen schönen Platz am Strand. Wir hatten jetzt heute, wie viel habe ich gerade gesagt? 230 Kilometer auf dem Plan und haben dafür jetzt ungefähr 5 Stunden gebraucht. Ja, man fährt halt hier nicht schneller als 80, deswegen dauert es halt ein bisschen. Aber seit dem kleinen Incident, den wir vorhin hatten, mit Machu ist jetzt aber alles gut und er schläft jetzt da hinten die ganze Zeit in seiner Kiste. Das ist sehr gut. Ich glaube, er war einfach ein bisschen gestresst hier vorne. Und als wir ihn dann überzeugen konnten, dass er da hinten in der Kiste sein soll, dann ging es dann auch super. Also, nicht so schlimm. Er macht's toll. Bin sehr stolz. Das ist eine richtig geile Aussicht von hier oben. Schön. Das ist richtig nice. Das ist ein bisschen wie in Portugal auf den, im Süden, auf den Steilküstenklippen. Stimmt. So ein leichtes Paket, ich kann ihn einfach mit einer Hand halten. Du nimmst kalt, dann ist nichts drin. Hat ja auch wirklich nichts auf den Rippen. Na komm, dann müssen wir heute am Knochen. Wir sind heute schon richtig früh nach drinnen gekrochen. Es ist jetzt 20 vor 7. Und sobald die Sonne untergegangen ist, sind wir reingegangen. Und mal verbringen wir eigentlich die Abende schon noch so zum Teil draußen und kochen auch draußen. Aber es ist super windig. Und deswegen machen wir uns einen gemütlichen Tag hier.
Tag, Abend. Und Merlin macht was zu essen. Was gibt's? Indisch. Geil, ich freue mich, das riecht mega gut. Geil. Hallo, wer kommt denn da? Der ist mir auch ein bisschen feucht. Ja, hallo, wer kommt denn da? Hallo, Mensch. Du hast so lange Beinchen. Kannst du kuscheln? Oh, bestimmt. Du bist ganz müde, gell? Du musst ja auch viel schlafen, du bist ja noch ein Baby. Oh, wie kann man so was Kleines so lieb haben, obwohl man es erst seit einem Tag dabei hat? Der macht so süße Geräusche. Bist du eine Katze? Gemonst. Naja, hat einen Katzenhalsband. Schau nochmal was anderes mit so einem Welpen. Hier, als wir Lotta gefunden haben, war sie ungefähr ein Jahr alt, laut Tierarzt. Ich glaube ja, dass sie ein bisschen jünger war, aber sie war halt kein Welpe mehr auf jeden Fall. Und so ein kleines Baby ist halt schon nochmal was anderes. Wobei wir auch überhaupt nicht wissen, wie alt er ist. Ich kann das super schlecht einschätzen. Also der ist irgendwie ein paar Monate, aber keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, so 3 Monate oder so. Und wird aber auch nicht ganz so mager. Nee, gar keinen Fall. Nett, nett. Queen's Bed. Moment, ich hätte es da noch 3 Tage und schlafen die beide hier oben. Morgen! Morgen! Wir müssen gleich schon weiter zum Amt. In letzter Zeit ist es morgens immer richtig grau und kalt und gegen Nachmittag kommt dann die Sonne raus. Und dann abends gibt es also, schönen Sonnenuntergang. Ja. Morgens immer schön mit Pullover und abends Golden Hour. Und wir sind neuerdings morgens immer recht früh auf den Beinen, also auch schon bevor wir den kleinen Zwerg adoptiert haben, weil wir nämlich nachts nicht mehr diese großen Covers vormachen und dann wird es halt morgens einfach hell drin, sobald die Sonne aufgeht und das ist richtig toll. Und los geht's! Ich glaube, wir haben noch immer noch, wie viel? 180 Kilometer oder sowas vor uns zu diesem Amt in Benguela. Da fahren wir jetzt mal hin. Zum Glück sind die Straßen ja eigentlich ganz gut. Und wir müssen vor 15 Uhr da sein, weil dann machen die zu. Das ist da, wo der Punkt ist. Ja. Ich denke mal, wir können hier irgendwo. Oder wir fahren einfach vor. Das heißt irgendwie SME. Aber da ist schon dieses Logo. Können wir irgendwo hier parken. Ich bleibe jetzt mit den beiden Hunden mal im Auto. Machu kriegt gerade sein Mittagessen. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann und dass ich nicht auch noch dazu muss, weil es wäre jetzt irgendwie nicht so cool, wenn wir den Kleinen jetzt schon alleine lassen müssen am zweiten Tag. Also Lotta ist ja auch hier, aber ja, gerade am Anfang ist ja schon wichtig, dass er jetzt lernt, dass wir immer da sind und dass er keine Angst haben muss, dass wir weggehen. Ich habe übrigens mal mit 2 Freundinnen aus Deutschland geschrieben, die auch einen Hund adoptiert haben. Marlilox auf Instagram, vielleicht kennt ihr die ja. Die haben einen kleinen Welpen in Marokko gefunden und kennen sich halt so ein bisschen aus mit dem Thema Welpen. Wir nämlich noch nicht. Und die meinten, dass dadurch, dass er schon seine Schneidezähne hat, nicht mehr seine Milchzähne, sondern die erwachsenen Schneidezähne, ist er wahrscheinlich schon so 4-5 Monate alt und gar nicht mehr so ein winziges Baby. Dadurch, dass er halt so unterernährt ist, ist er ja winzig klein und ja auch so mager, aber wahrscheinlich ist er gar nicht mehr so klein, sondern schon ein paar Monate alt. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Wir waren zugegebenermaßen jetzt auch nicht so gut vorbereitet durch die ganze Sache mit dem Hundi. Und wir brauchen ein Formular und einen Umschlag. Den braucht man auf jeden Fall irgendwie. Und wir hatten die Info, dass es das beides hier gibt, dass man das hier einfach kaufen kann. Gibt es aber nicht. Das heißt, wir müssen jetzt in die Stadt fahren, in so einen Copyshop. Und da können wir das dann kaufen. Ich glaube, es ist wirklich kein großes Ding. Es ist einfach nur so ein blöder Pappumschlag. Aber den haben wir halt jetzt nicht. Und außerdem ist deren System heute down. Also es ist gut, dass heute noch nicht der letzte Tag in unserem Visum ist, sondern wir noch jetzt 2 Tage haben. Aber es ist natürlich super nervig, weil wir jetzt morgen nochmal wiederkommen müssen und es jetzt irgendwie ein bisschen verschwendete Zeit war. Aber gut, dann fahren wir jetzt mal in die Stadt. Got it. Das war jetzt wirklich kein Hexenwerk.
Oh Mann, also das ist auch einfach ein ganz normaler Umschlag, das ist nichts Spezielles. Guten Morgen! Wir haben heute die Nacht an einem eigentlich super schönen Platz verbracht, direkt außerhalb von Benguela, an einem schönen Strand mit richtig schöner Kulisse und sind hier zum Wellenrauschen aufgewacht. Jetzt war es gerade schon Gassi und als ich gerade rausgegangen bin, um die Kamera aufzubauen, ist dieser kleine Spatz einfach rausgesprungen. Ich glaube, der kann halt oder will halt gar nicht alleine bleiben und er soll auf keinen Fall aus dem Auto springen, weil es einfach viel zu hoch ist für diesen kleinen Körper. Deswegen, ja, Tür zu oder mitnehmen. Ja? Und ich glaube, wir haben den Hund das erste Mal voll bekommen. Er hat heute Morgen ein richtig dickes Frühstück bekommen und er scheint satt zu sein. That's a first. That's great. Hallo Lotti. Ich weiß, hm? Guten Morgen. Hallo. Hui. Neuerdings sind wir mit zwei Gassi-Runden morgens. Ja, Lotta braucht ja eine richtige Gassi-Runde und Macho ist noch zu klein, der tänzelt hier immer noch so ein bisschen um den Bus rum. Außerdem hat er Angst, vom Bus wegzugehen. Ja. Aber Lotta muss ausgepowert werden. Fertig! Super! Did it! Und? Wie war's? Gut. War gar nicht so schlimm, sobald man alle Dokumente hatte. Also wir sollen am Freitag wiederkommen. Das schauen wir mal. Er meinte so, Friday or Monday? No, Friday. Und dann meinte ich so, sicher Friday? Und er so, yes, Friday. Also kommen wir lieber am Montag. Ja, wir haben gerade zwei, Jules und Elska, zwei andere Reisende, mit denen wir jetzt auch schon immer wieder unterwegs waren, getroffen. Die haben ihr Visum abgeholt und die haben jetzt, glaube ich, 8 Tage gewartet, obwohl die denen auch gesagt haben, sie können es Freitag abholen. Jetzt hat es, waren sie gestern schon mal? Nee. Aber eigentlich sollten sie es dann auch gestern abholen und dann hat es nicht geklappt, deswegen. Naja, aber Freitag wären halt nur 3 Tage, das wäre schon arg schnell. Nee, das glaube ich nicht. Dann wollen wir mal. Wir nehmen Lotta auch mit rein. Dann kann die Oma auf die Waage und wir können mal ins Impfheftchen gucken. Und dann schauen wir mal, ob die uns hier helfen können. Hola. Hola. Yes, about 4 months. 4 months? 4 months. Okay, yeah, that's what you talked to. Because these are the adult teeth, right? Yes, it's definitely teeth. Yeah. And that's baby teeth. Milk teeth, yeah. Yeah. Oh. More than 5.2. Ah. Big boy. So today we're gonna make 5-in-1 vaccines against distemper, hepatitis, parvovirus, canal cough and leptospira. That's good, yeah. Okay. Und Tollwut können wir dann Ende der Woche machen. Das ist schon mal gut. There we go! Yay! Super gemacht, Aziz. Good boy. Achtung, Lotti. Ich möchte auch irgendwo sitzen. Aufstehen. Ich bin erleichtert. Und du? Ja. Er meinte auch, dass der kleine Zwerg ganz gesund ist. Ja, er meinte, er ist super gesund. Ein bisschen unterernährt. Ja, und sonst ist alles gut. Er meinte, er wird so um die 15 Kilo schwer. Also ein mittelgroßer Hund. Schön. I was waiting in the undertow. Set adrift with featherweight light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom. Set into a tumble. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei kleine Rabauken hier am Start, die ganz schön viel Trubel machen.
Aber wir sind auf jeden Fall super happy. Und ich bin auch mega happy, dass heute beim Tierarzt alles so super lief. Dass wir erstmal einen guten Tierarzt gefunden haben und dass er uns auch gesagt hat, dass das Macho super gesund ist. Ist nur ein bisschen mager auf den Rippen. Und das können wir ändern, ne? Ja, das können wir ändern. Da sind wir ziemlich gut drin. Lotta ist nämlich tatsächlich ein bisschen schwer geworden. Die muss jetzt auf Diät gehen. Aber das bekommt Macho jetzt einfach. Und jetzt haben wir halt diesen kleinen Welpen. Ich freue mich so sehr. Ich habe ihn schon so doll lieb. Und seht ihr, wie die beiden... Am Anfang war Lotta gar kein Fan. Sie hat jedes Mal ihn so ein bisschen angegrummelt, wenn er zu ihr kam. Und er hat voll den Kontakt gesucht. Und jetzt, seit gestern, seit heute Morgen, versucht sie, schau mal, jetzt fördert sie ihn wieder zum Spielen auf. Das ist so cool und ich wette, die beiden werden richtig gute Friends. Ja. Ne? Also, das Abenteuer geht zu viert weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächstes Mal. See you. Ciao. Im nächsten Video.